Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir definitiv am Cleanroom arbeiten und wenn es funktioniert, soll der heute auch schon mal laufen. Wir werden den einfach mal oben provisorisch hinstellen und ich will mal hinkriegen, dass man überhaupt zum Laufen kommt. Bis dann habe ich es in meiner Testwelt nicht geschafft. Aber ne, testen ist testen und LP ist LP. Ja, unser Sebo war fleißig, der hat mir schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Das da und das da haben wir selber gemacht. Hat er mir noch vorbereitet, hoffe ich. Oder werden wir gleich sehen. Reinforced Door hat er mir auch schon gebaut. Die hatten wir ja noch nicht zusammen gemacht. Ist jetzt aber kein großes Kunstwerk. Ist halt wirklich nur ein bisschen Lead, Reinforced Glass und Advanced Alloy. Advanced Alloy ist einfach nur Mixed Metal. Das heißt, ein bisschen Eisen, ein bisschen Bronze, ein bisschen Zinn. Oder kann man mit Alu machen und. Aber das werden wir noch öfters brauchen. Hauptsache, wir sind ein bisschen weiter. So, ich habe jetzt meine 24 Filter. Die brauchen wir schon mal für da. Dann brauchen wir jetzt Steel Bars. Die haben wir auch noch nicht. Dafür brauche ich jetzt 3 und einen 3er Assembler. Einen 3er Socket im Assembler. 3er Circuit im Assembler. So, dann kommen da gleich mal die 3 Stäbchen rein. Wir brauchen ja davon 8 Stück. Also 8 mal 3. Also 24. Das ist sehr schön. Das heißt, ich bekomme 4 raus. 8, 12, 16, 20, 24. Das heißt, noch 5 Stück müssen da durch. Ich muss natürlich 5 mal 3 reinschmeißen. Das ist jetzt Nummer 2, was läuft. Nummer 3, was läuft. Dann werden wir erstmal die Batterie austauschen. Weil die schaut ziemlich leer aus. So. Wurde auch schon darauf hingewiesen, dass ich jetzt sozusagen, wenn ich in die Stromverarbeitung gehe, bitte immer meinen orangenen Anzug anziehen soll. Weil es einfach nur noch heftig ist, was da drin passiert. Dann werden wir das mal so tun. Ich vergesse es bestimmt bitte. Und schimpf dann wie ein Rohrspatz, dass ich vergesse, dass hier so Umweltverschmutzung ist. Ja, das ist halt das Problem, wenn jetzt da halt sehr viele Engines arbeiten. Wie gesagt, irgendwann wird es so sein, dass die LV-Engines auch irgendwann sozusagen deaktiviert werden. Ja, das heißt einfach, wir schalten den Battery-Buffer ab, sobald wir genügend MV-Motoren laufen haben. Weil, wie gesagt, warum sollen wir die dann mitlaufen lassen? Aber die sind dann dafür da, dass wenn immer irgendwann was ausfallen sollte, dass sie uns definitiv dann in Strom wieder zurückbringen. Ja, falls wir irgendwas nicht mehr haben. So, jetzt muss ich nochmal schnell was anders gucken. Wie viel Benzin das wir noch haben. Weil ich vermute nämlich fast, dass wir jetzt demnächst mal auf Öl. Oh Gott. Wir haben halt fast kein Benzin mehr. Wir haben 4 Millionen Benzin verbraucht und haben keinen einzigen Tropfen Öl mehr. Upsi! Das haben wir ja ganz hervorragend gemacht. Ja, da denken wir noch nicht dran, dass mir, dass das Benzin auch ausgehen könnte. Ja, das ist dann halt, was man jetzt dann demnächst, oder ich demnächst jetzt dann angreifen muss. So, wir brauchen Aluminiumrotoren. Brauchen wir jetzt, ich muss insgesamt 8 machen, genau, 8 Rotoren. Und 8 Stainless Steel Frame Boxen. Das heißt, wir brauchen 4, 8, 2 sind 8. Das heißt, ich brauche, ja, ich schmeiß mal 16 Stück rein.
32 und ja, ich kann mal so viel reinschmeißen. Deswegen haben wir auch keinen Benzin mehr, wie es aussieht. Das heißt, wir haben fleißig produziert, aber fleißig keinen Strom herangebracht. So, okay, Stainless Steel. So, dann brauche ich Rotoren. Dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt 8 Rotoren. Das heißt, ich brauche jetzt 40 Alu. So, dann brauche ich bitte den Rotor-Shape. Der ist noch nicht fertig. Müssen wir noch kurz warten. So, habe ich genügend Material? Hätte ich Material da, dass wir schon mal irgendwo hingehen könnten, wo unser nächster Ölturm entsteht? Eigentlich nein. So, Steuerung B, mal nach Namen sortieren. So, wo haben wir denn was? Also wir haben auf jeden Fall hier genügend Ölquellen. Wir hätten hier eine Ölquelle. Da hinten haben wir, glaube ich, auch irgendwo eine. Oder war das die? Hätten wir gesagt, dann schaue ich mal, dass ich in die Richtung gehe, dass wir die Ölquelle als nächstes sozusagen platt machen. Dass, wenn wir da mal beim Abtragen sind, dass wir das dann auch wegkriegen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie weit das schon Profit beim Abtragen ist. Ja, da ist unser alter Ölturm. Da ist ein Spieleding drin. So, wo muss ich hin? Muss da lang. Hier haben wir auch schon mittlerweile das Wasser raus. Sowas versiegt bei uns ziemlich schnell. Nein, wir haben schon gesagt, also wenn wir irgendwas machen mit dem Teich, wird es dann eventuell der hier sein. Wo wir zum Beispiel eine Fischzucht oder sowas aufziehen. So, da oben haben wir auf jeden Fall die Ölquelle. Ist auf jeden Fall schon mal eine große, das ist schon mal schön. Das heißt, wir haben da schon auf jeden Fall mal Minimum 4 bis 6 Millionen Liter Öl. So, das heißt jetzt für mich, ich möchte eigentlich hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eigentlich ist es zu nah. Oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Heißt das, du gehst jetzt dann dahin? Ich auf jeden Fall ein großes Aua, wenn ich jetzt gleich runterhüpfe. Naja, wobei ich habe denn meinen Drachen. Ich vergesse immer, dass ich diesen Drachen habe. Ich weiß nicht warum. So. Heißt, wir packen mal den Drachen aus. Ich bräuchte mir nur ein Medikopter-Pack bauen. Da hat der Dream mich auch schon mal drauf hingewiesen. Da hat er gesagt, wieso hast du eigentlich noch, du bist doch schon längst AV, warum hast du noch keinen Medikopter? Da haben wir gedacht, ja, dann ist der Leech noch schneller geklatscht. Ah. Sneaken geht schneller runter. So, ausmachen. Aua. Aber war nur ein leichtes Aua. Kein schweres Aua.
So, ich möchte nicht ganz hoch, ich möchte es so hoch, dass ich das da definitiv so machen kann. So, dann brauche ich jetzt bitte die hier, genau. Hoffe gerade, dass er mir nicht alles zugemacht hat. Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, ich habe nur eine Seite bis jetzt so gemacht, ne? So, das heißt jetzt, ich bin jetzt hier, das heißt, ich muss hier hin. Perfekt. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil jetzt muss ich die richtige Taste drücken, sonst wird's, sonst tue ich das Öl kaputt machen. Und die 19, die wo ich noch habe, die reichen definitiv nicht. Aber das ist fast egal. Habe ich jetzt noch eine Leiter einstecken? Nein, das heißt also für mich, ich tue jetzt erstmal hier die Scaffolds hin, dass ich hier schon mal die Möglichkeit habe, auf jeden Fall mal hochzulaufen. Und dann habe ich jetzt noch Gott sei Dank Huge Cobblestones dabei. So. Das ist aber dicht. Das heißt, hier kommt jetzt dann die Pumpe hin. Das heißt, wir machen jetzt mal hier Underline, Underline, Ölturm und auf Schwarz gehen und safen. So, wir gehen zurück zur Werkstatt. Weil wir eigentlich was anderes machen wollten. Ich war Gott sei Dank nah genug dran. Also 32 Stainless Steel, was haben wir? Dann brauche ich jetzt, soweit ich weiß, die 4 und das da. Und davon brauchen wir jetzt 8. Und 8. Aha. So, sehr schön. So, dann kann ich das mal rausnehmen und dich da reinschmeißen. Da kannst du schon mal anfangen, das zu basteln. So, dann war das jetzt die Stainless Steel Bars waren hier. Die Frames sind hier. Genau, dann haben wir jetzt noch die 8 davon. Die brauche ich, glaube ich, hier. Ja. So, das heißt, ich brauche jetzt noch 8 MV-Motoren. 4 hätten wir. Das heißt, dass ich brauche jetzt ein bisschen Stahl habe ich. Das heißt, ich halt. Nein. Direkt befolgt gerade seine eigenen Regeln nicht. Das heißt, 14 Stück kommen da rein und die restlichen 14 Stück werden in den Polarizer geschmissen. Dann haben wir 6 Aluminium Rods. Packen wir hier rein. Das haben wir auf jeden Fall. Cupronickel Wire. Zwölf Stück. So, dann brauchen wir das. Da haben wir auf jeden Fall genügend. Das da haben wir jetzt auch genügend. Den da haben wir gleich. Ein Stück reichen auch erstmal. Dann ist jetzt 1, 2, 3, 4. Und die 4 sagen wir unsere 8 Motoren. Die kommen hier hin. Dann holen wir uns unsere 8 Rotoren. Und wir müssten unsere Filter-Machine-Casings haben. So, jetzt ist eigentlich die Quest fertig. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und jetzt möchte ich aber wissen, was da drunter ist. Eine Cable-Diode 4 Ampere MV. Ja, das reicht eigentlich. Eigentlich reicht es. Eine 4 Ampere
Reicht für den Anfang. Irgendwann soll dann aber eine größere rein. So, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen 4 Dioden. Oder gelb-weiß. Gelb-weiß haben wir nicht, aber davon haben wir 4. Und dann brauchen wir jetzt 2 Aluminiumplatten und 4 vierfach annealed Copper-Cable. Das heißt 1, 2, 3, 4. Dahin, da rein. Danke. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Wer sich gerade wundert, warum, dass ich da teilweise keine Buttons mehr habe und so weiter und so fort. Ich habe den Mod momentan bei mir raus schmeißen müssen. Warum nehme ich 3 mit? Ich brauche 2. Weil bei mir mein Spiel sonst abgestürzt ist. Momentan will ich es nicht neu aufsetzen, aber wie gesagt, geht auch mal ohne. So, dann haben wir das. MV Maschinenhall. Sehr schön. Gut, dass ich das die Platten wieder weggeräumt habe. Nein, ich brauche sowieso 8. Da verwende ich die Platten nicht da unten. So. Da rein. Kupferkabel. Und Poly brauche ich auch. Wie gesagt, in der. Für mich ist ja wieder Wochenende. Also für euch auch, nur später. Oder auch tagsüber. Aber weiß ja nicht, wann ihr die Folge guckt. Kann ich einfach sagen, ist es Wochenende. Schön wäre es, wenn es Wochenende ist. Aber wie gesagt, ich nehme immer am Wochenende auf und ich hoffe, dass wir in dieser Session wirklich es hinkriegen, dass eigentlich bei uns jetzt alles Richtung Vakuumfreezer eigentlich läuft. Das ist jetzt eigentlich das, was mir als nächstes, also was ich jetzt als nächstes will, ist ein kleiner Vakuumfreezer. So, ich brauche noch die Kabel, die wo ich jetzt da durchgejagt habe. Schön, dass ich 4 gemacht habe. Ich brauche es, oder? Wie? Ah, wo? Aluminiumplatte, Diode, 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 MV Maschinenhall, Unrelated Copper Cable, Unrelated Copper Cable. Vierfach. Ah. Was habe ich gemacht? Copper Cable. Ich honk. Mann, 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 Mann. Der Typ kann nicht mal lesen. War schon hell. Geht nicht. Ja, kann nicht gehen. Wenn man falsch macht. So. Brauchen wir nur 2. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch den Kabeldiode. Das heißt, mit momentan ist es ja so, wenn wir jetzt diesen Aufbau macht, was er hier will, habe ich jetzt hier eine Pressure Plate, eine Reinforced Door, dann habe ich einen Maintenance Hatch. Der Maintenance Hatch ist dafür da, dass man den Raum zum Laufen kriegt. Dann habe ich einen MV Energy Hatch. Das verwechseln leider die meisten damit, dass dieser Energy Hedge dafür da ist, dass in den Raum Strom kommt. Nein, das ist das, damit der Clean Room Controller überhaupt arbeiten kann. Also wichtig. So, dann haben wir 3 MV Maschinen halt. Also einen für Items rein, einen für Items raus und normalerweise einen für Energie. Und diesen für die Energie, den schenken wir uns. Brauchen wir momentan nicht. Weil das machen wir jetzt schon mit dem, was wir gerade gebaut haben. Das heißt, wir können dann auch einen kleinen Battery Buffer reinbauen, einen vierfachen,
Das heißt, wir können dann die ersten Sachen schon komplett drinnen produzieren lassen. Ohne die ganze Zeit raus, rein, links, rechts und so weiter und so fort. So, haben wir abgeschlossen. So, jetzt schauen wir mal beim HV nach. Na, und jetzt brauchen wir als nächstes eigentlich den zentralen Prozessor. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir einen Clean Room. Und Gott sei Dank hat er mir auch noch ein paar Laboratory-Blöcke gemacht. Das heißt, wir können immer anfangen, den Bereich soweit auszuheben bzw. zu machen, dass wir dort Stone Panel, genau, huge, da brauche ich, dass wir soweit sind, dass wir soweit kommen. Ja, wie gesagt, Öl Tower wird müssen wir noch aufbauen. Wie gesagt, ich werde jetzt auch demnächst eine zweite Pumpe machen, dass wir mal da jetzt dann langsam auch über sicher Öl ran kann. So, dann haben wir jetzt ja schon mal den Bereich soweit fertig. So, jetzt drücke ich hier mal F9. So, das heißt jetzt aber schon für mich, genau, hier sieht man schon. Und das ist der Bereich, wo jetzt dann der Zaun hinkommt. Und das heißt, das ist hier der Bereich, wo die Außenmauer vom Labor hinkommt. Das wird jetzt aber momentan einfach nur dieses Gebäude erstmal so sein. Das wird irgendwann hübscher, schöner. Whatever. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Na, klar. Natürlich nicht genügend Steine dabei. So. Frage, wo gehe ich hin? Na, ich gehe ins Lager. Ich gehe ins Lager. Ich brauche hier unbedingt ein bisschen Stein. Dann brauche ich bitte eine Schüssel. Ich sollte mir vielleicht dann doch überlegen, wo ich den Raum eigentlich hin haben will, aber das, nee, da baue ich den lieber nochmal auf. Das ist mir dann egal. So, da kann ich schon mal auf jeden Fall zumachen, weil wir bauen jetzt einen Raum auf, ne, laut Questline von 3x3, also Innenfläche 3x3. Ja, darum steht hier auch dort, let's build a 5x5, also 5x5x5. 5 to 5 to 5 to, keine Ahnung, wie man das in Englisch auslabert. Ist aber auch egal. Vielleicht, wenn wir es in Deutsch auslabern. Und dann machen wir jetzt erstmal die Grundfläche, weil das ist jetzt nämlich wichtig. Denn bei den Laborblöcken ist es, ne, also beziehungsweise das heißt Laborblöcken. Bei den Reinraum, es gibt jetzt was ganz Interessantes zu wissen. So. Der Raum wird ja 5x5. Muss ich nochmal schnell schauen. Gibt es da noch andere Blöcke? Das ist schon der, ne? So, aber wie gesagt, es ist nicht zu vergessen. Sehr schön, dass ich diese anderen Blöcke nicht mitgenommen habe. Warum sollte ich auch? Das heißt jetzt für mich, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Raum 5x5.
Dann hätte ich gesagt, gehe ich mal schnell in die Werkstatt. Hol den. So, nimm dich mit. Controller, Tür, das kommt alles später. Nein, da laufe ich hin. So viel TP ist auch nicht gut. Ich habe gesagt, ich wäre richtig cool, wenn man sich TPen könnte, aber das XP kosten würde oder so. Dann würde es ja sogar Sinn machen, mal ein paar XP zu sammeln. Den Level oder so. Oder was 10 Level sind. So, die Laboratory-Blöcke, die Plus-Creed-Blöcke. Genau. So, weil wir brauchen ja einen 1, 2, 3, 4, 5 großen Raum. Und das in alle Richtungen. Ich muss da was natürlich probieren. Dass ich dann da unten sozusagen den Rumblock reinlege. Ja, doch, das war richtig. Ja, das ist Labori Factory. Kann ich erstmal so machen. Halt eine Doppeltür dann. Aber wie gesagt, das Ding wird auch irgendwann größer und dann werdet ihr verstehen, dass ich das auch noch so machen muss. So, das heißt jetzt 5 mal 5 mal 5 wollen wir, genau. Das heißt, wir haben jetzt 2, wir haben jetzt 3, wir haben jetzt 4, wir haben jetzt 5. Runter. 1, 2, 3, 4, 5. Dann rüber. 3, 4 und 5 und 3, 4 und 5. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal komplett den Raum, wie er außenrum sein soll. Wir werden brauchen auf jeden Fall Energie. Energie kommt nach unten. Und zwar aber anders. Das heißt, wir müssen den da wegschlagen. Und den da wegschlagen. Ich hoffe, dass es geht. Wir werden es testen. So, das heißt jetzt dann für mich, du gehst dahin. Du gehst dahin. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier den Kabeldiode. Kabeldiode geht hierhin und geht nach unten. Hoffe, dass das richtig ist. So, dann habe ich jetzt eigentlich, das ist jetzt wieder der Laboratory-Block von Sting. Genau, den da brauche ich. Das heißt, der ist jetzt wieder frei. Das heißt, da kommt dann der MV Energy Hedge hin. Jetzt habe ich ja eigentlich noch dann zwei andere. Für die Items, aber die kann man ja am Anfang mit reinnehmen. Also das ist nicht das größte Problem. Oh, dann heißt es jetzt für mich, ich mache jetzt hier mal dicht. Man darf nicht vergessen, eine Reinforced Door haben wir auch. Das heißt, muss ich ganz, 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 ganz genau gerade nachdenken, was ich jetzt hier gemacht habe. Das ist natürlich dann falsch. Das heißt, er muss nach oben. Das heißt, ich hätte dann 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3. Ja, ich hab schon wieder falsch gedacht. Ja, fast falsch gedacht, so rum. So, das heißt, du kommst da auf jeden Fall hin.
heißt, wir holen jetzt die restlichen Blöcke, schauen, ob ich die nötigen Gerätschaften noch habe, weil Maintenance-Hatch brauchen wir auf jeden Fall noch. Wiedersehen. Keine Lust auf dich jetzt. Bin ich nur wieder kaputt. Aber das heißt, ich habe den Controller schon auf jeden Fall mal. Die restlichen 16 Blöcke. Die anderen 8 habe ich einstecken. So, das Kupfer und das Eisen kann ich mal rauspacken. Türen kann ich auch mitnehmen. So, jetzt ist die Frage, habe ich hier, ja, Pressure Plates, 2 Stück aus Holz. Habe ich sonst keine Pressure Plates mehr? Pressure Plates brauche ich was? 2 Carpenters und eine große Feder. Ja, 2 Carpenter. Und eine große Feder. Perfekt. Also die haben wir auch. Das heißt, ich kann jetzt mal hier. Ich lege mal hier eine Dolly rein. Was habe ich denn hier? Basic Low Voltage Battery Butter Output Hatch. Medium Voltage Battery Buffer, High Voltage. Schade. Nein. Schade ist jetzt, wenn ich jetzt nicht schlafe. Maintenance Hatch und MV Energy Hatch fehlen da noch. Aber ich baue jetzt erstmal so weit auf, ob ich noch irgendwas brauche. Nicht, dass ich gleich nochmal komme. Ja, auf jeden Fall, die Carpenters-Blöcke sind für mich schon mal die schöneren, weil das kann ich dann bodenmäßig gestalten, wie ich will. Und nicht einfach Steinplatten. Was kommt bei uns gar nicht erstmal in die Tüte? Ja, das heißt, du kommst dahin. Kommst du dahin? Dann haben wir hier die Tür drin. Perfekt. So. Jetzt muss ich natürlich das dann noch mit berücksichtigen. Also das heißt, das war der falsche Block, aber es ist egal. Weil hier brauche ich definitiv meinen Maintenance-Hatch und da muss ich auch hinkommen. Also das heißt, wir machen jetzt hier zu und hier auch zu. So, die war natürlich total falsch. Ich erzähl's halt auch noch vorher. Mach's dann trotzdem falsch, aber ist so gut. So, gib mir mal bitte die Tür, danke. Da kriegst du die Tür nicht zu. Danke. So, jetzt ist halt die Frage. Also Maintenance Hatch kommt dahin. Der Controller kommt da oben hin. So, dann hat mir Sebo gesagt, die ganzen Filter-Machine-Casings kommen dann außen rum. Dann heißt es, der Cleaner kommt dahin. Jetzt habe ich noch 10 Stück.
ist jetzt halt die große Special-Frage. Was brauche ich jetzt noch alles? Also da muss ich zumachen. Und da, das heißt, mir momentan fehlen mir zwei. Also das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, die Machine Hulls habe ich ja noch nicht gebaut. Also ich brauche einen MV Energy Hedge und einen Maintenance Hedge. Und einen, ja genau, die zwei. Einer kommt, genau, einer ist da und zwei, und dann fehlen mir noch zwei von den anderen Blöcken oder ich baue Maschinenhals. Das kann ich jetzt machen wie Dachdecker. Aufgehen. Runtergehen. Wie auch immer. Wie gesagt, ich mache Maschinenhals, weil die kann man immer gebrauchen. So, das heißt, ich brauche jetzt eine LV und drei MV. Das heißt, ich brauche davon schon mal 8. Dann brauche ich davon 24. Und davon brauche ich 8. Poly ist das erste, was reinkommt. Aluminium geht in die Bending. Zweimal Zinn. Sechsmal Kupfer. Ja. MV und die 6. MV. Dahin. Dahin. Sehr gut. So, schauen wir mal nach oben, ob ich oben, ob wir oben schon was haben, wo wir das ganze Werkzeug hin haben. Ich meine, ich habe doch irgendwo eine Kiste gehabt, wo wir 1000 Werkzeuge hatten. Ich glaube, die ist noch draußen, ne? So, für den Maintenance Hedge. Main. Brauche ich nämlich genau die meisten Werkzeuge einmal. Mach mal an. Ha! Den machen wir anders. Schauen wir mal, ob das geht. So, Maintenance Hatch auswählen. LV Maschinenhall. So, ich brauche die Pfeile. Ja, genau. Ich brauche die Säge. Ich brauche den Hammer. Die Crowbar habe ich nicht einstecken. Das heißt, ich brauche eine Crowbar, einen Screwdriver und einen Wrench. Was habe ich jetzt gesagt? War da Wirecutter war auch dabei, ne? Der Wirecutter kommt dahin. Der Wrench kommt dahin. Da noch ein Hammer, ein Schraubendreher. Hammer.
Schraubendreher. So. Hammer nicht. So, die Pumpe kommt raus. Und den Hammer. Neun Sachen. Achso, die Schere kommt da raus. Und ich brauche noch aus dem Rucksack meine Crowbar. So, Dreher, dat, Hammer, Crowbar, Pfeile, Hammer, Deckblatt. Dich hab ich noch nicht. Säge. Pfeile. Neun. Das sind auch neun. Bin ich jetzt hämmert oder was? Also, wir machen das jetzt ganz einfach. Screwdriver. Die Säge kommt dahin. Du kommst dahin. Der Wrench kommt dahin. Der Hammer. Ich habe zwei Hämmer da drin. Gut. Wir haben unseren Maintains. Sehr schön. So, was muss ich jetzt rausschmeißen? Also den Hammer auf jeden Fall. Kommt der rein. Den Wirecutter brauche ich nicht. Und den Screwdriver auch nicht. Dafür kommt jetzt der Pempel wieder rein. Schere. Noch die zwei Sachen. Nicht. Range brauche ich nicht. Tö. Oder was? So. Ja, bin ich. Das heißt, jetzt fehlt mir nur noch der MV Energy Hatch. Da werden wir jetzt bestimmt keinen haben, ne? So, okay. Davon zwei. Dann brauche ich ein Kupferkabel und eine Maschinenhall. Copper Cable. Ich hoffe einfach. Ja. So, Lubrikant. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo Lubri finden, sonst habe ich ein Problem. Das ist Refined Glue. Das ist Lubri. Natürlich habe ich davon jetzt nichts mehr da. Ich glaub's nicht, oder? Haben wir noch eine MV da hinten stehen?
So, wie stelle ich Lubri her? Seed Oil und ein Redstone in der Brewing Machine. Oder Creosote Oil und davon das in der Brewing Machine. Advanced Brewery. So, ich muss mal schnell alles, was da drin ist, rausschmeißen. Auch Zellen. Ja. Das heißt jetzt für mich, ich brauche mal eine andere Pumpe. Du kommst erst rein, wenn das Ding fertig ist. So. Das heißt jetzt, ich brauche ja Lubri. Und dann hätte ich gesagt, machen wir gleich 3000. Das sind 750. Das sind 1500, sind es 2. Okay. Upstone. Bräuchte ich jetzt auch 4 Stück, bitte. Perfekt. Gerade hoffen, dass alles klappt. Und das war hier. Das war hier. Diluted Sulfuric. Hey, du hast Biomasse drin. Glaub's ja. Dich raus. Biomasse und Wasser. Das heißt, ich gehe mal schnell raus. Das ist die einfachste Möglichkeit. Ich habe draußen ja noch einen Wassertank. Ich hoffe, dass ich den noch habe. Jawohl, dann machen wir dich leer. Also, wo laufe ich hin? So. Problem ist genau, das habe ich mir jetzt fast nämlich gedacht. Der kriegt das nämlich nicht raus. Dann heißt es jetzt, ich nehme die Pumpe raus, ich nehme den Hopper raus. Dann brauche ich aus meiner Kiste vorne einen Tank. Mal einen Tank.
So. Und ich breche mir mal schnell alle Beine. Ja, nochmal. So, und dann heißt es jetzt, du gehst nach hinten. Genau. Und haust es raus. Dreitausend. Habe ich jetzt mehr mitgenommen? Hä? Warum habe ich jetzt mehr mitgenommen? Bin ich kaputt oder was? Nee, den Soapstone lasse ich weg. Gib mir mal bitte die Pumpe. Super, die kriege ich jetzt wirklich nicht raus. So. Also ich brauche dich. Ja, wenn ich zählen kann, ist klar im Vorteil, ne? Und ja, ich habe das genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Meine Güte, bin ich. Nimm mal 10. Okay. So, das heißt jetzt, du kommst jetzt daher und ich brauche ja 2 Zellen. So. Bin ja mal gespannt, ob ich die überhaupt so reinkriege oder ob ich die jetzt wieder umwandeln muss. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Und im Medium ist Aluminium Wire und Steel Rod. So, Aluminium Wire, das heißt, ich brauche 32. Könnte stimmen. So, ich merke das schon. Die Laborblöcke erstmal wieder weg. Ich möchte eigentlich nur, dass dort steht, ne, dass das Ding soweit fertig ist. Acht, 16, das heißt, ich brauche nochmal 4. Ah, braucht doch keine 4 mehr. Ist gut. Tragen wir es wieder zurück. Und der ist ja mal 4. Ich vergesse es jedes Mal, ne? Dass es nicht Verdoppelung ist, sondern Vervierfachung. Okay, so. Circuit Nummer 1 müsste drüben drin sein. Müsste drüben in der Nähe sein. Und dich. Danke. Jetzt schmeißen wir wieder den Circuit Nummer 3 weg. Wir haben jetzt die 2 Coils. Was habe ich jetzt wieder vergessen? Ach, eine LV-Pumpe. Ja, ich bin ja begeistert von mir selber, dass ich nichts da habe. Habe ich hier vielleicht eine drin? Nein.
Oder und Bronze, soweit ich das weiß. Also wir müssten jetzt da bald wieder welche machen. Aber egal. So. Ich habe halt leider recht. So, ich hoffe, dass du nichts trinkst. Habe ich natürlich noch mehr Glück. Das heißt, ich kriege das nicht rein oder was? Danke. Gibt ja zwei Möglichkeiten. So, MV Energy Hedge. Dam, 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 dam. Das heißt jetzt, ich brauche noch schnell ein paar Scaffolds, weil ich muss gleich nach oben. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es gleich nicht klappt. Dann kann es sein, dass ich den Energy Hedge nochmal rausziehen muss. Und dann vorne reinziehen. Beziehungsweise dann kommt der Maintenance Hedge. Woanders hin. So, bis jetzt schreibt er mir incomplete construction. Den Maintenance Hedge, der kommt dahin. Der ist schon mal gelb geworden. So, dann habe ich hier jetzt noch den MV Energy Hedge. Der ist jetzt auch gelb geworden. Und er sagt mir jetzt immer noch, aber das ist ein, die Struktur ist falsch. Ja, ich bin jetzt zufrieden. Aber ja, kann natürlich auch sein, weil ich habe natürlich noch was vergessen. Heißt, ich hau jetzt mal schnell nochmal den raus. Und den. So, und was sagt er jetzt? Er sagt, es ist richtig. Das heißt, wir haben das Ding hier richtig aufgebaut. Hurra! Das heißt, wir werden beim nächsten Mal das Ding dann anschließen. Hoffentlich. Und auch die ersten Sachen drin laufen lassen. Gott sei Dank hat es nicht wieder lang gedauert. Kennt man ja nicht von mir anders. So, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder natürlich, wenn ihr möchtet, dass der Algorithmus meine Videos besser bewertet. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.